Es sind die Wochen der Sondierung und es sind die Wochen für Thermoskannen, warme Socken und sowas wie Gefahren- oder Kältezuschlag, den gibt es aber, glaube ich, nicht. Also rüber nach Berlin zu meinem Kollegen Gerd-Joachim von Fallois. Ich hoffe, Ihre Füße sind noch warm von dem ganzen Stehen draußen. Ich glaube, jetzt sind Sie ja gerade mal drin. Herr von Fallois, Sie sind die letzten Wochen in Berlin immer wieder rund um die Sondierung für uns unterwegs gewesen. Geben Sie mal uns einen Einblick in Ihren Gefühlshaushalt. Jamaika, ja oder nein? Na, wenn das so einfach wäre, wenn es an mir liegen würde, dann wäre es leicht. Aber es sind vier völlig grundverschiedene Parteien, vier Parteien, das hat es in Deutschland noch nicht gegeben, die sondieren, ob man eine solide Bundesregierung für die kommenden vier Jahre bilden kann. Dabei mit den Grünen eine Partei, die mehr Mitte-Links definiert ist. Die CSU ist eine durchaus rechte Partei, CDU in der Mitte liegend, genau wie die Liberalen. Also das ist was Neues, das ist ein neues Experiment. Und deswegen ist es schwer zu sagen, ob am Schluss hier heute Nacht der gordische Knoten durchschlagen wird. Denn es gibt viele Themen, bei denen man sich noch nicht geeinigt hat. Das liegt auch daran, dass man auch ideologisch weit auseinander ist. Denn alle Verhandler der CDU-CSU, mit denen ich sprach, und alle der FDP haben gesagt, wir wären nach einer Woche fertig gewesen, wenn es nur zwischen CDU-CSU und FDP zur Sache gehen würde. Aber durch die Grünen und die Animositäten, durchaus auch persönlicher Art zwischen CSU-Politikern und Grünen, ja, dadurch hat das Ganze eine gewisse Würze bekommen, die auch nicht abgenommen hat. Man war erschrocken als Beobachter, dass das Geplänkel von den ersten Wochen sich hier gestern sogar noch mal gesteigert hat. Heute ist dann wieder eher Ruhe eingekehrt. Aber das ist auch klar, denn heute sitzt man nun hier in der parlamentarischen Gesellschaft und versucht eben zunächst seit 13 Uhr in einem neuen Achtergremium, das sind die sechs Verhandlungsführer, die bekannten, plus Volker Kauder von der CDU, der Fraktionschef CDU-CSU, und Herr Dobrindt, Alexander Dobrindt, der Landesgruppenchef der CSU. Diese beiden sind dazugekommen aus dem ganz einfachen Grund. Die CDU hat gesagt, wir wollen auch zwei Politiker am Verhandlungstisch haben, wie Grüne und FDP und die CSU auch. Also ist man jetzt zu acht. Und das Ganze wird ein paar Stunden dauern. Dann wird man irgendwann in einer großen Runde mit über 50 Politikern zusammenkommen und nachts dann wieder das Wechselspiel zwischen kleiner und größerer Runde. Also nur die ganz kurze Rückfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Glauben Sie das Gleiche, was ich heute bei den ganzen Politikern gehört habe, Chance 50-50? Oder glauben Sie, es ist wahrscheinlicher, dass es klappt am Ende? Also eine Chance 50-50 nach vier Wochen Verhandlungen, das wäre wirklich sehr, sehr wenig. Ich weiß, dass in den letzten Tagen das immer so gesagt wurde. Ich glaube, die Chancen stehen wesentlich besser für Jamaika. 70-30 würde ich mich jetzt mal festlegen. Ich sage Ihnen aber auch, warum. Die 30% nach vier Wochen Sondierungen müsste man eigentlich schon weiter sein. Es gibt aber mindestens einen ganz dicken Brocken. Da rasen zwei Züge aufeinander und mir fehlt die Fantasie, wie man das lösen will. Da geht es nämlich um den Zuzug von Familienangehörigen, der sogenannten subsidiären Flüchtlinge. Die CSU hat ihren Wählern versprochen, es kommt überhaupt nicht in Frage, dass wir hier noch mehr Einwanderer dulden. Wir werden das nicht zulassen. Die Grünen haben gesagt, selbstverständlich müssen diese Menschen, die teilweise aus Kriegsgebieten ja hierher kommen und auch für die nächsten zwei, drei Jahre hier bleiben sollen, damit sie auch sich besser integrieren, ihre Familie nachholen. Das sei eine menschliche Verpflichtung hier. Auch das Grundgesetz sehen sie da in der Pflicht. Und insofern rasen da zwei Züge aufeinander und die Bundeskanzlerin muss sehen, dass sie da heute Nacht einen Kompromiss hinkommt. Wie der sein soll, mehr Familiennachzug, kein Familiennachzug, also beides schließt jeweils eine der beteiligten Parteien aus. Das wird schwierig werden. Aber wir wollen mal hören, nicht nur dieser Bereich ist durchaus kompliziert heute noch, sondern zum Beispiel auch in der Außenpolitik, da knatscht es noch gewaltig. Da geht es unter anderem auch um Bundeswehrmandate, die jetzt verlängert werden müssen, nächste Woche im Deutschen Bundestag. Und da ist man sich auch noch nicht einig. Und für die CSU hat in dieser Gruppe Gerd Müller verhandelt und der hat sich heute Morgen vor den Kameras geäußert.